Hey Leute, hier ist Anna von Du hast die Macht. Titten, 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 das ist das große Thema in den Medien. Angelina Jolie hat sich die Brüste amputieren lassen, weil sie mit Hilfe eines Gentests herausgefunden hat, dass sie eine 87-prozentige Chance darauf hat, an Brustkrebs zu erkranken. Jetzt hat sie angeblich nur noch eine Chance von 5%. Ein super heißes Thema, was auch bei uns in der Redaktion richtig hart diskutiert wurde und sofort sozusagen so durch die Decke ging. Da wurden zum Beispiel so Posts gemacht wie Breast in Peace und so eine Sachen. Für mich persönlich hat das auch echt eine ganz krasse Bedeutung. Meine Mutter ist letztes Jahr an Brustkrebs erkrankt und musste sich auch eine Brust abnehmen lassen. Also eine Amputation befindet sich jetzt sozusagen in der Heilungsphase. Aber für mich war das erstmal echt ein Hammer, weil ich dachte, wie kann man sich freiwillig sozusagen, ja, auch nur aufgrund eines Gentests, die Brüste abnehmen lassen, was das für eine krasse psychische Belastung ist für eine Frau, ja, seine Brüste zu verlieren. Es ist echt nicht so einfach. Die andere Sache ist Gentests. Okay, die können das herausfinden. Finde ich natürlich auch interessant, weil man sich dafür natürlich, wenn es so eine vererbbare Krankheit ist, da echt Gedanken drüber macht. Natürlich ist Brustkrebs nicht generell eine vererbbare Krankheit, es gibt aber gewisse Risikogruppen, die seht ihr hier. Ich gehöre eigentlich nicht zu dieser Risikogruppe, weil meine Mutter die erste war, die in unserer Familie an Brustkrebs erkrankt ist und sie über 50 war. Trotzdem bin ich da so ein bisschen in Panik verfallen und habe mir gedacht, na gut, wenn man sich testen lassen kann, dann soll ich das vielleicht machen. Habe mal geguckt im Internet und bin da auf Sachen gestoßen, die mich eigentlich in noch viel mehr Panik versetzt haben, nämlich unglaublich viele Websites, auf denen man einfach seinen Speichel hinschicken kann und sich zu Gentests anmelden kann. Mein Test, den ich jetzt machen wollen würde, der würde mich 230 € kosten. Das ist aber, wie gesagt, im Internet. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo das wirklich hingeht und wie das dann untersucht wird. Wenn man das hier bei einem Gendiagnostiker in Deutschland machen würde, dann würde das bis zu 3.000 € kosten, also richtig viel Schotter. Was mich noch auf diesen Websites echt krass beunruhigt, ist, dass man ja eigentlich auf alles getestet werden kann. Also man kann irgendwie natürlich Mutterschaft, Vaterschaft, gibt es die sogenannten Lifestyle-Tests, bei denen man gucken kann, ob man denn vom Genpool mit seinem Partner zusammenpasst, ja, für ein besseres Sexualleben, höhere Fruchtbarkeitsraten, damit wird hier geworben. Und man könnte vielleicht auch sein Haustier untersuchen lassen und gucken, welche Fellfarbe das denn haben wird oder einen Gesundheitstest dem Ganzen unterziehen. Ich finde das echt relativ fragwürdig, aber die Frage ist natürlich trotzdem dann erstmal, wie bezahlt man das Ganze? 230 € oder bis zu 3.000 € ist ja viel Kohle. Habe ich also bei meiner Krankenkasse angerufen, die mir gesagt haben, dass sie es auf gar keinen Fall übernehmen, auch wenn ich zu dieser Risikogruppe gehören würde. Also, ist dieser Gentest wieder eine Sache des Geldes? Angelina Jolie hat das mit Sicherheit aus ihren Ersparnissen bezahlt, aber wir alle haben ja eigentlich gar nicht die Chance dazu. Mich steht natürlich immer noch die Frage, soll ich diesen Gentest jetzt machen oder nicht? Was würdet ihr machen? Beschäftigt euch das Thema eigentlich auch oder was habt ihr dazu für eine Meinung? Schreibt uns auf YouTube und in die Kommentare oder auf Facebook. Die andere Frage ist natürlich, sollen Gentests in Deutschland eigentlich stärker reguliert werden? Ist es ein bisschen krass, was da im Internet abgeht? Oder seid ihr vielleicht für kostenlose Gentests für alle? Sollen wir alle davon profitieren und das zwar unabhängig vom Armut oder Reichtum? Schreibt uns eure Meinung, wir freuen uns drauf und freuen uns auf eine schöne Diskussion. Bis bald!